Wer hilft uns, zu Gott zu beten, richtig zu beten? Dass es nicht einfach nur Kopf-Lippengebet ist, sondern Herzensgebet? Ja, dann greift doch mal in euer Herz. Da heißt es, der Heilige Geist, ihr seid Tempel des Heiligen Geistes. Jetzt kommt ja Pfingsten und ich habe einen unerhörten Wunsch. Nicht nur an euch Neuchristen. Ich hätte es für die ganze Welt, wo der Heiland noch einen Menschen sieht. Dass man könnte dieses Pfingsten erleben, sich vorbereiten. Reinigt euch auf das Pfingstfest. Ihr könnt doch nicht erwarten, dass der Heilige Geist, der Geist des Vaters, des Sohnes, der dreimal Heilige, Unaussprechliche, euch ins Herz hineinkommt voller Freude, wenn da noch etwas ist, wo nicht so ist, wie Gott es wünscht. Also, meine Lieben, reinigt euer Herz. Reinigt nicht das Herz der anderen, reinigt euer Herz. Jedes seine. Und macht euch bereit für den Heiligen Geist. Am Pfingsten, denn ihr werdet ihn brauchen.